und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Obergräberhand. Wunderschönen guten Tag und ja, ist einmal gerade dabei, da das Feld zu düngen und der hat sich gerade da in der Schranke festgefahren. Das können wir eigentlich selber machen. So. Ja, was haben wir jetzt in der letzten Folge gemacht? Das geht obert und angesagt und jetzt haben wir es gekorkt und jetzt da mal dingen. Und ja, da müssen wir weiter schauen. Auf die Nummer 8. Und dann mal noch andere Sachen zu machen. Oder muss ich erst schauen? Das müssen wir jetzt erst düngen. Dann brauchen wir noch Kalk. Ja, und so geht die Feldarbeit dahin. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das Strohbergungssetup findet. Das würde mich interessieren. Und ob es bei Aquapark gibt. Oh. Bügel ist ein Auto. Noch ein Bahn auf und dann sind wir auch fertig, dann müssen wir es halten. Oh, warum liegt der Holzstamm? Ah, das geht sich schön aus. Mit Armel aufgefahren. Dann sind wir mit dem Düngen auch gleich fertig. Und jetzt müssen wir es halten. Dafür müssen wir auch hochfahren. Halten. So, da ist gleich die Einfahrt.
eng, wenn es geht. Und die Schwein vorbeischauen. Und übrigens, den Fan gibt's nirgends zum Download, den habe ich privat zur Verfügung gestellt gekriegt. Falls noch einmal Fragen auftauchen. Mal mit so ein Dings fahren. Oder haben wir mehr Durst? Nö. Jetzt machen wir jetzt einen Händler fahren. Oder haben wir noch irgendwo Kork? Naja, das passt nicht, das Lager. So, da oben. Dann auf zum Händler. Und dann schauen wir einmal weiter, wie es ausschaut, was wir noch zu tun haben. Und ja. Da ist eh noch Kalk. Machen wir noch ein paar Paletten. So, lassen wir das dann auffüllen. Jetzt ist er komplett voll. Jetzt glaube ich, wird das Feldarbeit ausgehen. Oh. Weiter zum Feld. Da wieder durch den Hof durch. Und weiter aufs Feld. Nummer 8. Hochballer und alle Kisten. Das macht jetzt einmal der Helfer. Mir gehen wir einmal zu die Schweine schauen. Was brauchen denn die Schweine? Eigentlich, aber... Oder? Sind sauber.
Dann haben wir eigentlich nichts zu tun. So, dann müssen wir mal schauen, wie es ausschaut mit den Dings, mit den Feldern, was wir noch zu tun haben. Und ja, wenn wir nichts mehr zu tun haben, dann können wir eigentlich vorspulen. Bis wir dann die zweite Düngestufe aufbauen können. Und dann können wir wieder vorspulen. Und dann können wir eigentlich warten, bis es fertig zum Ernten ist. Ist Stroh noch genug drin? Oh, wohl. Jo. Nein, haben wir jetzt. Dreihunderttausend. Mal schauen, ob man dann. Schreibt es mal in die Kommentare, ob wir auf die Jahreszahlen gehen. Das würde mich interessieren, weil dann sparen wir mal auf die 100.000 und dann kaufen wir uns noch ein paar Kühe und dann müssen wir schauen, damit wir sie versorgt kriegen und ausmisten und so weiter und so fort. Ja, das wird mich. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, falls euch das Video gefällt, ein Like da zu lassen und falls euch was passiert bzw. am Herzen liegt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vielen, vielen lieben Dank an euren Support für mich. Es freut mich sehr, damit ihr mich so gut supportet. Macht's weiter so. Und danke, damit ihr so eine coole Community seid. Den gibt's leider nirgends zum Download, sonst werde ich hergeben. Der ist gleich fertig. Dann schauen wir gleich mal weiter, was noch zu machen ist. Das mache ich schnell selber. Das hat schon nichts zu tun. Oh. War eine gute Entscheidung, den Pol zu machen. Jetzt ist es leider mehr halber. Meine lieben Freunde, das war's heute wieder mal für die
Folge und dann sage ich danke fürs Zuschauen, schaut bei der nächsten Folge vorbei, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.